Diese tiefen, trüben Wasser sollen das Ungeheuer beherbergen. Haltet die Augen offen. Bentley, ich kann in diesem Nebel nichts erkennen. Wenn dein Meeresungeheuer hier ist, können wir es unmöglich finden. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir es finden und herausfinden, warum die Piraten es so fürchten. Panda-König, kannst du uns mit einem Feuerwerk etwas Licht machen, so dass wir die Kreatur besser sehen können? Mein Feuerwerk ist keine Flamme. Es explodiert mit grausamer Schönheit und verschwindet dann wie ein Blitz. Wir sollten wirklich von hier verschwinden. Bei der Sicht segeln wir sonst noch gegen einen Felsen. Das Schiff könnte schwer beschädigt werden. Okay, das nenne ich eine schwere Beschädigung. Das Meeresungeheuer ist da. Geh unter Deck und beruhige die anderen. Ich werde diese Kreatur durch mein Feuerwerk beeindrucken. Sag Bescheid, wenn du Hilfe brauchst. Ich stehe bereit. Also, damit kann man auch sehr, sehr viel Zeit verbringen, ne? Halt einfach nur hier rum zu fahren und die Leute zu plündern und so, ne? Das kann man machen. Theoretisch den ganzen Tag. Oh nein, komm. Ich musste loslassen gerade. In Acht vor dem Panda-König, deinem Meister. So, schauen wir mal. Wir laden mal. Erstmal laden wir ganz hoch. Und dann laden wir nochmal ganz auf. Wieso nicht? Wir haben die Zeit. Anscheinend ist es egal, wenn es das Boot trifft. Es darf nur nicht uns treffen. Und wir machen halt mega Damage. Theoretisch könnten wir auch noch die Kanonen machen, aber das bringt uns gerade nichts, ne, weil wir nicht von der Seite angegriffen werden. So, nächste Ladung, zack, zack, das war's schon, oder was? Oder kommen die jetzt Seite? Das Schiff wird runtergezogen. Wenn wir zu weit in eine Richtung kippen, sind wir so gut wie gesunken. Okay, das hat schon mal nicht so gut geklappt. Oh Mann. Ich war gerade dabei. Wasser dringt ein. Oh, da hinten ist noch was. Wie sieh sie doch an. Ja, wie unfair. Wie unfair. Der. Okay, er hat den noch wenigstens anvisiert. Aber den hat er gar nicht genommen, obwohl eigentlich er den anvisiert hat. Wir sind fast am Ende. Da lol! Was ist los? Komm, 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 nimm alle drei. Die beiden auch noch. Vor den einen hat er wieder mal nicht angenommen. Oh verdammt. Oh verdammt. Guck mal, wie er den nicht angenommen hat. Digga, was soll der Bullshit, ne?
Erhebe dich und lass mich dich bestrafen. Erhebe dich und lass mich dich bestrafen. Alles klar. Er füllt sein Dings nicht auf. Jetzt. Nö, irgendwie. Oh Mann, warum machst du das nicht? Guck mal, was soll der Bullshit, Mann? Ja, genau, ist so fair, ne? Alter, ich raste gleich aus, ne? Das ist einfach so Betrug. Er visiert auch nicht mal die Tentakeln jetzt an. Wow. Es ist einfach lächerlich. Er hat schon wieder nicht die Tentakeln angenommen, ne? Den Tentakeln kann ich halt nicht wirklich ausweichen. Komm, Alter, piss dich einfach. Okay, war's das endlich? Ha, scheue Kreatur! Mit meinem wunderbaren Feuerwerk werde ich... Es ist weg. Cooper, ich brauche deine Hilfe! Bin hier. Was gibt's? Schütze das Schiff, während ich unten schnell weitere Feuerwerkskörper herstelle. Aber klar. Bentley, siehst du den Kampf? Brecher muss jetzt fast am Ende sein. Oder hat er noch was zu bieten? Ich nehme an, etwa 30 Meter und ein Dutzend Tentakel. Grob geschätzt. Was spuckt ihr da eigentlich? Ich habe eine Idee. Schlag gegen den Tentakel, während sie am Schiff kleben. Saugnäpfe werden kleben bleiben. Dann muss er sie vielleicht wieder abziehen. Hä? Wie soll man das machen? Ich hoffe, der bleibt jetzt auch immer kleben. Ich hab's verstanden. Endlich mal. Nach, keine Ahnung, 3 oder 4 Tentakeln kommt er nach vorne ran. Anscheinend. Und dann müssen wir ihn abknallen. Komm, Junge. Ich schätze, eben waren es doch 3, dann waren es 4 und jetzt 5, ne? Oder was ist los? Immer ein mehr oder was? Das war ein großer Kampf. Er war den Namen eines Königs oder Coopers wert. Du hast ihn für mich weichgeklopft. Das war eine gute, solide Aktion, Freunde. Ihr beide habt's drauf. Sag mal, Guru, kannst du dich in seinen Verstand einklinken? Das ist eine großartige Idee. Aber wie willst du das bewerkstelligen? Dann tu das, aber sei so vorsichtig, wie es nur geht. Was hat er vor? Er verschafft uns hier auf See einen neuen Verbündeten. Hi, Baba Daha!
Verlass uns nicht! Hiermit bedanke ich mich fürs Schauen des Sly 3 Parts. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.